Wenn wir im Branchenmodell Holzbau in den, es mag ein Klischee sein, in den südlicheren Teilen Europas unterwegs sind, dann haben wir häufiger das Thema mit Hanglagen. Ich habe hier mal eine Kundenplanung offen. Wir sehen, ne, es gibt ein Geländemodell hier, was nicht ganz eben ist. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann sehen wir, dass hier entsprechend ein Gelände abgebüscht ist, wahrscheinlich 3D als Lageplan einfach eingelesen. Und für genau diese Konstellationen, dass ich entsprechend Hanglagen habe, sicherlich für die, die etwas krasser ausgeprägt sind als das, was wir hier in diesem Plan haben, genau für diese Varianten gibt es im Branchenmodell Holz. Und das ist ein Unterschied zum Branchenmodell Massiv. Dort ist das nicht nötig. Die Möglichkeit, dass Wände, die Sie ja Anführungszeichen im Bereich der Außenwände nur für das ganze Geschoss planen können, dass Sie die Möglichkeit haben, diesen Wänden entsprechend kalkulatorisch eine entsprechende Höhenteilung zuzuweisen. Das heißt, zum einen rein von der Logik her, ist es so, wenn wir freistehende Keller hätten, dann könnte es zum Beispiel sein, dass eben eine dieser Wände als Holzwand geplant wird. Das heißt eben nicht in einer Massiv-Außenwandstärke, die da eben wären 17, 5, 24, 25, 30 oder 36, 5 und eben dann als klassische Holzwand ausgeführt wird, dann wäre sicherlich die Wand, die komplett zum Hang geht, so dass man sagt, okay, das ist dann eine ganz normale Massivwand, aber vielleicht wären bei den Wänden an der Seite es eben so, dass dort eben der untere Teil mit einer Höhe von 50 Metern, 1,50 Meter eben dann eine Betonaufkantung wäre, ein Massivwandmaterial und dann obendrauf vielleicht eine Holzstanderwand aufgesattelt wird. Das wäre jetzt mal bei einer krassen Hanglage ein Beispiel für den Keller. Und wir haben selbstverständlich im Erdgeschoss exakt die gleiche Situation. Es könnte sein, wenn wir ein Haus gegen den Hang bauen, dass wir eben auch im Wohngeschoss oder in den Wohngeschossen eben neben dem, dass es eben auch massive Außenwände geben kann. Das ist ganz normal Standard. Deswegen eben diese Wandstärkenprüfung, von denen wir immer reden im Branchenmodell Holzbau, sprich der Massivwandcontainer. Und neben dem, dass eben eine komplette Wand massiv sein könnte, könnte es eben hier genauso sein, dass wenn wir gegen den Hang gehen, dort eben in der Höhe von 50 Meter, 1,50 Meter eine Betonaufkantung ist. Und dann obendrauf mit einer Fußschwelle natürlich entsprechend die Holzständerwand aufgesattelt wird. Diese ganzen Varianten sind Standard heutzutage. Das ist einfach im Branchenmodell ab 2016 im Standard von VI im Holzbau enthalten. Wie Sie planerisch vorgehen, kann jetzt unterschiedlich sein. Das hat ein bisschen sicherlich damit zu tun, in was für einer Höhe die Aufkantung ist und inwieweit Sie die Grundrissdarstellung als einen Höhenschnitt in einer bestimmten Ebene sehen. Gibt sicherlich unterschiedliche Sichtweisen zwischen Ingenieuren und Zimmermeistern. Bedeutet also eins, theoretisch, Sie könnten so eine Wand massiv planen als eine der Sichtweisen und dann würden Sie sagen, und ein Teil der massiv geplanten Wand soll Holzständer sein. Sie könnten diese Wand Holzständer geplant haben und sagen, und ein Teil der Wand müsste massiv sein. Das heißt, das geht in alle Richtungen. Gibt es eine Tendenz? Wahrscheinlich Holzständerbau, weil der aufgesattelte Teil größer ist und die Betonaufkantung kleiner. Und wie gesagt, technisch wäre es auch anders möglich. Also, das erstmal zum Thema geometrische Konstellation, Planungskonstellation. Das, was eben möglich ist, ist diese Steuerung zum einen für die Außenwände, zum zweiten natürlich auch für freie Außenwände, die außerhalb der normalen Geometrie stehen. Bedeutet also in höchster Wahrscheinlichkeit Garagenwände. Auch dort wären entsprechend solche Höhenteilungen möglich. Ich habe hier mal eins gemacht. Ich habe schon mal gesagt, Projekt kalkulieren, bin in die Sonderausstattung gegangen. Und jetzt sind wir eben neben dem, was Sie alle kennen mit dem Wandaufbau, der gesteuert werden kann. Sie sehen, wir haben normale Außenwände, wir haben hier Garagenwände. Hier haben wir jetzt eben das Register Wandliste, wo der eine oder andere, wenn er das erste Mal sieht, sagt, was soll ich damit? Also, schauen wir es uns an. Wir haben erstmal ganz oben die Auswahl.
ob ich in dieser Liste die Außenwände oder die Wandscheiben sehen möchte. Was Sie damit automatisch schon mal feststellen, ist, diese Höhenteilung gibt es bei Innenwänden nicht. Macht im Holzbau keinen Sinn, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben im Innenwandbereich sage, ich habe dort einen Meter Beton und dann setze ich eine Holzstanderwand auf, eben nicht in der Range ist, wo man sagt, dafür muss man die Kalkulation automatisieren. Sollten Sie jetzt sagen, ja, das gibt es bei uns aber, würde ich Sie dann ganz freundlich auf die Funktion feststellen. Mengen verweisen, mit der Sie so und so jederzeit in der Lage sind, entsprechend die berechneten, die automatisch berechneten Positionen manuell um Mengen zu verändern. So, wir reden von Mainstream und dort ist es halt so, im bergigeren Bereich Europas ist eben dieses Thema Höhenteilung ein Thema. Oben als erstes die Auswahl zwischen Außenwände und Wandscheiben. Sie sehen, ich habe jetzt hier entsprechend 4 Garagenwände geplant. Das heißt also eine Garage. Und bei den Außenwänden sehe ich jetzt eben geschossweise geführt, was für Wände sind vorhanden. Wenn wir uns die Struktur kurz angucken, das, was er Ihnen anzeigt, ist, welche Wandstärke ist geplant. Das ist die erste Spalte WS. Dann gibt es eine Wandnummer. Er zeigt Ihnen an, welche Wandlänge es ist. Dann gibt es einen Materialnamen. Bitte Achtung, wenn bei Ihnen hier bei Materialnamen nichts stehen sollte, unbekannt oder sonstiges, das ist nicht weiter wild, das ist nur eine textuelle Anzeige. Bedeutet also, wenn Sie hier nichts sehen, haben Sie Ihre Standardwandstärken nicht in diese Wandmaterialliste eingetragen. Das hat keinerlei Auswirkungen, solange Sie sich eben an den Grundsatz halten, dass die Unterscheidung zwischen den Holz- und den Massivwänden über eine Wandstärkenerkennung ist 17, 5, 24, 25, 30, 36, 5 sind bei Außenwänden freie Wandscheiben sind freie Außenwände. Das heißt also, das ist die Erkennung für den Massivpart. Solange Sie sich daran halten, alles das, was eben nicht 17, 5, 24, 25, 30, 36, 5 ist, wird als Holzstanderwand interpretiert, der Rest als Massivwand. Und diese Anzeige ist, wie gesagt, nur eine textuelle. Ich zeige Ihnen in der Masterkalkulation gleich, wenn Sie sagen, Sie hätten gerne Ihre Wandbezeichnung hier stehen, wie einfach das geht. Also, Wandstärke, Wandnummer, Wandlänge und ein Name, der angezeigt wird. Es gibt hier nochmal eine Spalte OWS, das heißt Originalwandstärke. Das würde bedeuten, hier könnten Unterschiede vorhanden sein zwischen dem, wie es geplant ist und wie es berechnet wird. Ist aber etwas, was für Sie gedanklich erstmal komplett außen vor sein kann.